Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand und ich habe heute zwei ganz super liebe Gäste da, nämlich die Martina und den Thomas Weyrich, die den Bildungs-Online-Kongress Möglichkeiten und Visionen für dein Kind ins Leben gerufen haben. Und ihr habt ja im Untertitel so schön gesagt, die Zeit ist reif, Leben ohne Schule. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um nochmal ordentlich Werbung zu machen, für den Kongress und natürlich auch, um euch mal vorzustellen, wer steckt dahinter, hinter diesem Kongress? Was hat euch dazu bewegt, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Das ist ja nicht so ein Allerweltsthema, ne? Leben ohne Schule. Für die meisten gehört das ja einfach noch dazu, wie die Butter aufs Brot, also zumindest für die, die nicht Veganer sind. Und ja, ich würde sagen, ihr fangt am besten mal an, indem ihr euch ein bisschen vorstellt, wer ihr seid, und vielleicht, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei dir auf deinem Kanal über uns erzählen dürfen. Ja, Schön, sehr danke. gern. Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja, also ich bin auch ehemalige Lehrerin. Wir haben einen mittlerweile 18-jährigen Sohn. Und ich habe von beiden Seiten gemerkt, als Lehrerin und als Mutter, dass das nicht stimmig war für mich. Also ich mochte die Kinder und auch die Arbeit mit den Kindern immer total gerne. Aber so vieles, was drumherum war, war für mich nicht stimmig. Und das haben wir dann auch bei unserem Sohn gesehen, dass viele Potenziale, Fähigkeiten und so weiter nicht gelebt werden durften, beziehungsweise sogar gedeckelt wurden. Und das habe ich eben auch parallel eben als Lehrerin gesehen. Und ja, wir sind dann 6,5 Jahre, haben wir dann alles gemacht, was man machen kann, um sich in dem System zu halten. Und dann war der Moment, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr, wir müssen Ja. einen anderen Weg finden. Und das war genau vor 5 Jahren. Okay, also da war der ganz schön lange unterwegs im System. Da können wir ja noch mal ein extra Interview nur allein dazu wahrscheinlich machen, zu eurem Weg und wahrscheinlich auch Leidensweg, ne? Und dann habt ihr, also wenn er jetzt 18 ist, minus 5 Jahre, war er da 13 dann. Ja, so knapp Ja, 13, knapp genau. 13, Genau, es genau. war im Januar Ja. 2017 haben wir die Entscheidung getroffen. Und ja, das war wirklich von dem Moment an passierten spannende Dinge. Dann kam die Magie. Dann sind wir erstmal nach Österreich, sofort eine Wohnung gefunden, direkt nach der Entscheidung. Und haben dann so halb und halb Österreich und Deutschland gemacht. Und ja, und dann entwickelten sich die Dinge so. Ja, Ja. wunder, wunder, wunderschön. Ich finde es immer sehr, sehr bewegend, wenn Eltern dann wirklich, und ich meine, bei euch ist das ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, da war ja das ganze Thema noch nicht so in aller Munde, ne? Da wusste noch niemand, was Homeschooling ist. Das ist ja auch durch diese, sag ich mal, Krise der vergangenen Jahre hat sich das ja zum Glück zumindest ein bisschen geändert, obwohl das ja nicht das Homeschooling ist, was eigentlich Homeschooling ist, aber das wäre jetzt auch wieder ein extra Videothema. Ja, vielleicht möchtet ihr einfach mal so ein bisschen erzählen, worum es denn geht. Also ich habe ja schon gesagt, den Titel, also die Zeit ist reif, Leben ohne Schule. Und ihr habt schon unheimlichen Zulauf und ich denke, das ist einfach ein Thema, was sehr viele Menschen bewegt und was wirklich jetzt mal auf den Tisch gehört, ne? Und wie habt ihr das so aufgebaut? Erzählt mal, was kann man in eurem Online-Kongress, der ja kostenlos ist, ja? Wenn man sich anmeldet, kann man alle Videos sehen. Ich bin auch mit dabei. Juhu! Und Genau. ja, also was erzählt einfach mal so ein bisschen, was erwartet die Zuschauer, wenn sie sich für euren Kongress anmelden? Und Ja, also. ich verlinke euch die Anmeldung in der Videobeschreibung. Entschuldigt. Ja, klar. Ja, also wir haben versucht, viele Themen eben abzudecken, also viele Bereiche. Es geht ja nicht nur um selbstbestimmt sich bilden, beziehungsweise um freies Lernen. Selbstbestimmt sich bilden kann ja auch ganz anders sein. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel eine Speakerin da, die hat eine Akademie gegründet, wo man also Abitur machen kann, extern, ohne eben in der Schule zu sein. Wir haben Bertrand Stern dabei, der das Ganze philosophisch aufarbeitet. Und das frei sich bilden Ja, und das erklärt. frei sich bilden Ja. nochmal genau erklärt, richtig. Dann haben wir sehr viele Freilerner auch dabei, die erzählen, wie sie das machen. Wir haben aber auch
welche Speaker dabei, die sich mit Trauma sehr stark beschäftigen. Und Hochsensibilität ist auch ein ganz großer Schwerpunkt bei uns, wo man eben sehen kann, woran liegt es eigentlich, dass Kinder und junge Menschen eben in der Schule nicht so zurechtkommen, in Anführungsstrichen. Und was ist eigentlich alles möglich? Was für Wunder sind möglich, wenn man sich dem entzieht, beziehungsweise wenn man ein bisschen weiterdenkt und andere Wege geht? Und du sagtest das ja auch schon, wir waren schon, bevor das alles so stark anfing, waren wir schon dabei mit dem Freilernen. Und uns fehlte das damals so ein bisschen. Wir haben jetzt durch die Interviews eben gesehen, es gab schon sehr viele, die das gemacht haben. Aber zu uns ist das damals noch nicht durchgedrungen. Nur hatte ich aus meiner Schulzeit auch teilweise gute Erfahrungen und ganz zum Schluss aber überhaupt nicht gute Erfahrungen. Also ich kannte beide Seiten der Schule und dann haben wir gesagt, dass wir wollen eigentlich möglichst viele Möglichkeiten mal aufzeigen, wie kann das denn laufen in der Schule oder Ohne Schule, außerhalb der außerhalb der Schule mit der Schule. Bildung. Ja, wir haben dieses Thema Hochsensibilität, das ja auch in deinem Interview einen großen Teil einnimmt. Diese jungen Menschen sind halt wie Seismografen. Die merken es eher, dass was nicht stimmt, und die bringen es zum Ausdruck. Und deshalb sind es meist die, die eben, ja, die kommen nicht klar und gehen dann raus und nehmen neue Wege. Und zeigen uns eigentlich, wo es hingehen kann. Ja. Und eine Sache würde ich auch noch ergänzen, es sind auch eine Menge Eltern dabei. Also eigentlich die Experten, die auch auf anderen Bereichen, wie zum Beispiel Trauma oder Hochsensibilität, sind eben auch Eltern oder Großeltern und können da auch aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Es gibt zum Beispiel die Unschooler aus der Schweiz, deren Kinder sind schon über 20 jetzt. Und welche Wege haben die genommen? Ja, genau. Ja. Nicht unter der Brücke gelandet, ganz im Gegenteil, weil das ist Ja. ja auch eine große Befürchtung. Ohne Ja. Schulabschluss, Ja. dann wird man obdachlos und oh Gott. Aber nein, überhaupt nicht. Man kann wunderbar auch Lehrstellen bekommen ohne Abschluss, weil diese jungen Menschen mittlerweile sogar lieber genommen werden. Ja, na klar, weil sie einfach nicht so in dieser Box denken und also nicht so verschult sind. Ja, so dieses verschulte Denken ist ja das, was einen eigentlich so dann noch mal ein paar Jahre beschäftigt und blockiert, bevor man dann wirklich so in seine Kraft findet. Und manche Menschen haben ja früher sind nie wirklich in ihre Kraft gekommen, haben immer gedacht, es muss ge so gehen, es gibt nur den einen Weg. Und umso toller ist es, dass ihr mit eurem Kongress jetzt noch mal wirklich das Feld so aufmacht und ganz viel Wissen zur Verfügung stellt, ganz viele Leute zu Wort kommen lasst, die eben diesen Weg auch schon gegangen sind. Und die auch voller Vertrauen sind und die auch dann wiederum den Leuten, die zuschauen, das Vertrauen schenken können. Ja, hey, hier ist was, hier gibt es schon noch einen Weg, ja, abseits der großen Autobahn. Und ja, und den wollen wir breiter machen, den Weg, ne? Genau, und Ja, das ist genau. genau das, was uns damals gefehlt hat vor 5 Jahren. Da waren wir halt davor halt ganz alleine unterwegs und klar, gab es die Leute schon, aber die haben wir nicht wahrgenommen, bis die schon unterwegs waren. Und deshalb ist es uns so ein Herzensanliegen jetzt, das zusammenzutragen und es anderen zur Verfügung zu stellen, weil wir heute jetzt viel mehr merken, wie du am Anfang auch schon sagtest, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil der Leidensdruck für viele so hoch wird jetzt. Ja, Und es und ist, wer, ja. ja, es ist eben so auch, dass eigentlich alle Speaker auch über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Bildungssystem oder der freien Bildung berichten. Und das fand ich auch sehr, sehr berührend, muss ich Ja, sagen. Also, das sind so richtig berührende Geschichten, ne? ja. Ja, auch. Klar, also ich meine, ihr seid ja jetzt durch den Kongress da sehr intensiv eingetaucht. Ich bin ja auch durch den Kanal jetzt immer intensiv in Verbindung mit vielen Eltern, die das in Erwägung ziehen oder die das auch tun. Und es ist einfach toll, dass ihr das auch macht und dieses Wissen rausbringt, auch wenn euer Kind jetzt schon 18 ist. Und dass ihr trotzdem sagt, das ist ein wichtiges Thema, das ist ein Herzensthema und wir widmen uns dem jetzt, wir geben unsere Zeit, unsere Energie da rein. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also vielen Dank an der Stelle, dass ihr das so toll macht. Und
Ja, wollt ihr noch ein bisschen, habt ihr noch irgendein Schlusswort vielleicht, warum die Leute vorbeischauen sollen? Ich meine, wir haben ja jetzt im Prinzip schon drüber geredet. Oder für wen das, was wäre der Kongress, dass ihr da einfach nochmal so ein bisschen, ja, sagt, das wäre was für dich oder das wäre nichts für dich oder so. Also auf jeden Fall für Eltern, die spüren, dass es ihren Kindern nicht mehr gut geht. Also viele haben uns berichtet, dass sie Ticks entwickelt haben, zum Beispiel in der letzten Zeit. Viele sagen sogar wirklich ganz deutlich, nee, ich will da nicht mehr hingehen. Also gerade nach der Corona-Pause haben viele gemerkt, und zu Hause ist es eigentlich schöner. Und möchten nicht mehr hin. Und also auf jeden Fall für diese Eltern, die sich damit auseinandersetzen müssen, weil es ihren Kindern halt nicht so gut geht, ist es auf jeden Fall etwas, was man anschauen kann und sich Inspirationen holen kann. Und auch für Menschen, die sagen, vielleicht auch wie wir, ehemalige Lehrerinnen, die sagen so, nee, wir möchten das anders machen, wir möchten Begleitende sein, wir möchten die Bedürfnisse der jungen Menschen wahrnehmen und wir möchten sie begleiten. Was kann ich denn da Neues in die Welt bringen? Kann ich neue Orte schaffen, an denen junge Menschen zusammenkommen? Auch sowas, ja. Und auch Schulen, die wirklich frei sind. Denn freie Schulen, da muss man auch morgens um 8 sein und wenn es eine Ganztagsschule ist, bis 16 Uhr. So, aber wirklich freie Schulen, ja, wie zum Beispiel Bianca Hölche oder auch Ricardo Leppe sich das vorstellen. Es ist ja auch schon so eine große Bewegung hinter den beiden Menschen. Ja, sich da zu orientieren, wo kann ich mich mit einbringen, wenn es mir vielleicht auch als Lehrperson nicht mehr gut geht? Wo kann ich das, was mein Herz möchte, auf einem anderen Weg den jungen Menschen zur Verfügung stellen? Also für die Menschen, auch für Großeltern, die sich dafür interessieren. Eigentlich ist es für jeden. Es sind einfach berührende Geschichten. Es sind viele Geschichten, viele berührende Geschichten. Viele Geschichten, die einen auf einen neuen Weg bringen können, inspirieren können und Mut machen. Mut Ja, das machen, finde ich das ganz anders zu wichtig, ne? sehen. Mut machen einerseits für die Eltern, sich einzusetzen und zu wehren auch und Mut machen auch für die jetzigen Lehrer, ne? Dass egal wie weit wir jetzt in die Einrichtung gegangen sind, wir können immer wieder zurückgehen und es gibt immer Stellen, wo man sich Hilfe holen kann und Leute, die einen inspirieren können. Und ja, ne? Also wunderbar. Also sind bei euch auch Kinder zu Wort gekommen direkt? Ja, ne? Also auch Freilerner selbst. Ja, also schon etwas älter, eben auch die Akademie gegründet hat, die ist mit 16 aus der Schule gegangen, hat eigenständig ganz alleine das Abitur gemacht. Und auch eine Schweizerin, eine Anschulerin, die mittlerweile studiert. Ja, die Sehr erzählt schön. auch Also ist aus von ihrem allem was mit Leben. dabei. Ja, Also. ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, wofür es Ihnen ganz, ganz wichtig ist, wir sehen ja die Welt da draußen, die verändert sich gerade rasend schnell. Und wir brauchen etwas Neues. Und deshalb ist das uns auch so ein Herzanliegen. Die Zeit ist reif. Wir haben ganz neue Herausforderungen jetzt im 21. Jahrhundert zu bewältigen und zu meistern. Und wenn wir unseren Nachwuchs jetzt wieder durch die gleiche Soße gehen lassen, Ja, sage ich und erst so einen mal. Klotz ans Bein binden, ne, bevor man dann ganz frei. Ja. Also, ja. Ich meine, es muss ja Genau. nicht für jeden sofort das Freilernen sein, aber das ist ja bei euch auch für jeden was dabei. Und Genau. ja, also vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr das erzählt habt, erklärt habt, worum es in dem Kongress geht. Ich hoffe, ihr tragt euch alle ein und meldet euch alle an beim Kongress. Und ja, habt ihr noch irgendein Schlusswort oder denkt ihr, wir haben jetzt alles schon besprochen? Wir freuen Naja. uns auf jeden Fall über jeden, der Lust hat, zuzuschauen. Und ja, vielleicht eine Sache noch. Also es sind ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Ländern. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Wir haben Ja. Schweizer, wir haben Österreicher, aus Guatemala ist jemand dabei, aus Portugal berichtet jemand, aus Dänemark berichtet Aus jemand, Luxemburg. aus Luxemburg.
Wir haben die Reisefamilien wie ihr jetzt in Spanien. Auch das macht, ich finde auch gerade jetzt im Januar, wenn man so das Jahr so langsam wieder hell wird, tut sowas immer, immer gut zu sehen. Ja, sehr schön. Also super. Also ein richtig toller bunter Blumenstrauß sozusagen Ja, zum Freilernen und zu neuen Bildungswegen, Möglichkeiten. Und ja, also ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr da wart und danke dir. für eure Ja, Zeit. gerne. Und wie gesagt, alles zum Kongress verlinke ich in der Videobeschreibung. Und vielen Dank, dass ihr auch bis hierher zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video natürlich auch wieder mit dabei seid. Teilt das Video fleißig, damit ganz viele Leute über neue Bildungswege etwas erfahren. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao! Tschüss. Tschüss.